Hallihallöchen, Leutchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Far Cry 5. Ich bin immer noch Yumika und ja, wie ihr seht, habe ich endlich die Waffe, die ich wollte. Tatsächlicherweise war mein Spiel verbuggt und deswegen wurden meine Schrotflintenkills nicht gezählt. Ich habe tatsächlich alles richtig gemacht. Aber na gut, das ist ja jetzt vorüber. Das klappt jetzt alles und ich rück mal ein bisschen mehr hier zur Seite. Die Facecam ist etwas kleiner, wie ihr seht. Ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie gerade ein bisschen besser, die kleinere. Die habe ich umgestellt bei einem Horrorspiel, dass dir nichts kommen wird. Und da war das besser, weil man links und rechts dann ein Entscheidungsrädchen hat, sage ich jetzt mal. Müssen unbedingt am Bildschirmrand sein, anscheinend. Und deswegen habe ich mich kleiner gemacht, dass ich nicht jedes Mal so machen muss. Weil dann musste ich mich wegschieben, dann musste ich den Stuhl wegschieben, um diese Entscheidung überhaupt sehen zu können. Deswegen etwas kleiner. Ich denke, das ist so ganz gut. Aber jetzt stellt sich nur die Frage, wo sind wir denn überhaupt? Ich weiß gar nicht mal, wie ich hier hingekommen bin. Ach so, wir sind hier, wo man dieses. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Okay, jetzt spricht's mich an hier. Jetzt spricht's mich an. Gut, da haben wir ein Geschäft. Ups, falsche Taste. Was müssen wir denn überhaupt jetzt noch machen? Haben wir irgendwelche Missionen noch offen? Das ist eine Hauptmission. Hier, wir müssen. Ah, Moment, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, dass ich irgendwo eine Cheeseburger-Figur gesehen hatte. Beziehungsweise auf der Karte gesehen hatte. Und ich dachte, bevor ich mich ausgelockt habe, wäre die in der Nähe gewesen. Aber ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Dann werde ich vielleicht mal vor der nächsten Aufnahme nochmal rumschauen, wo die gewesen sein könnte. Dann können wir uns die dann auch holen. Aber so sehe ich die jetzt nicht so wirklich. Hier haben wir noch einen Schrein. Okay, dann reisen wir doch mal zu Aaron Tweak. Ich hab seinen Namen vergessen. Tweak war einfach so einprägend, dass ich alles andere vergessen habe. Übrigens, ich hoffe, die Facecam passt dieses Mal. Zwischendurch kann hier so, schon mal wieder so ein Rauschen sein. Hier ist es jetzt gerade eben ein bisschen hier. Das lässt sich leider bei meinem Setup gerade nicht vermeiden. Das tut mir ehrlich gesagt nur teilweise leid, weil ich habe auch nicht den Platz dafür, um da großartiges zu verändern. Neben mir ist ein Schrank. Kann ich den ins Bild rufen? Nee. Okay, jedenfalls, da ist ein Schrank, den baue ich demnächst ab. Meine Klamotten kommen dann in den anderen Schrank draußen und. Oh! Sieh mal an! John Pfeil, so Sünder! Okay, die schnappen uns, Leute. Die Waffe hat was. Die Waffe hat Charakter. Sie hat eindeutig Charakter. Ich frage mich nur, wie es mit der Munition jetzt demnächst ausschauen wird. Oh, da kommt ein Kommentar reingeflattert, den ich natürlich nicht sehen kann. Aber ich vermute einfach mal, es ist wieder der Nico, der Hallo gesagt hat. Kein Grund zur Sorge, alles ist gut. Ah ja, ich merke schon, alles ist gut. Die neue Weltordnung bricht über uns herein. Weißt du, was ich meine? Nenn mich Tweak. Eigentlich Aaron, aber wir werden uns ja jetzt nicht ausweisen müssen, oder? Nein, dachte ich mir. Du siehst nicht nach Sekte aus. Eigentlich wirkst du eher total anti-Sekte. Finde ich gut. Weißt du, ich arbeite an etwas für Leute wie dich, die sich gegen die Sekte wehren. Streng geheim. Sehr. Ich betrachte mich als eine Art professionellen Amateurchemiker und ich habe Rezepturen, die dich härter, schneller, besser und stärker machen.
Betrachte sie doch nicht als Drogen, sondern eher als Leistungsverstärker. Das klingt doch gut, oder? Dachte ich mir. Aber das Problem ist, meine Vorräte gehen zur Neige. Ich brauche ein paar mehr spezielle Zutaten. Ich würde ja selbst gehen, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Mm. Wenn du Interesse hast, dann such alles zusammen und treff mich in Prosperity. Das ist die kleine Stadt südöstlich von hier. Hat er vielleicht das nötige Kleingeld unterm Container gesucht oder? Na gut. Erreiche Tweaks Spielplatz. Macht sich bestimmt gut im Lebenslauf. Bam. Ich will anmerken, er hat gesagt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was? Okay, der war auf jeden Fall mal Dealer. Was ist denn? Was ist hier los? Da drüben ist wieder Krieg. Da ist wieder ein Heli. Oh, wir sind ja gar nicht John Seed. So haben sie ihn vor seinem Tod zum Sünder erklärt. Zieh mal einen an. Okay, ich hatte eigentlich gedacht, dass die Waffe ein bisschen stärker ist. Aber dafür schießt sie halt schnell. Wir werden die wahrscheinlich jetzt eine Weile lang ausprobieren. Aber man kann da weder einen Griff oder sowas dran machen. Man kann auch keinen Schalldämpfer draufbauen. Man kann aber eine Magazinerweiterung und ein Visier draufbauen. Vielleicht mache ich ein Visier noch drauf, obwohl ich das hier eigentlich schon sehr cool fand. Aber anscheinend kann ich damit nicht so richtig zielen. Da bin ich wohl zu dumm dafür. So. Wir sollen jetzt darüber laufen. Wahrscheinlich haben wir schon genau das Zeug, was er braucht. Wir haben ja so ziemlich immer alles. Aber gut, ich vermute mal, der Typ wird da drüben auf uns. Warum rennen wir eigentlich darüber? So, ich soll seinen Spielplatz erreichen. Wo ist denn sein Spielplatz? Also, wenn das sein Spielplatz ist, dann würde ich sagen, Absprung. Ah, Mist, ich hätte reisen können. Dann hätte ich vielleicht die Waffe noch verbessert. Ach, egal. Egal, dann machen wir es jetzt so. Machen wir das in der nächsten Folge. Ich weiß, du kennst die Geschichten über mich. Five Seed. Oh, die Magerin. Five. Bin so feivig. Meine Haare sind eingefallen. Eigentlich sollten die Hände sein. Aber gut, gut. Den Schopf werde ich wohl nicht mehr los in meinem Leben. Ja, ich muss mal wieder ein paar neue Zahlen draufschreiben. Hätte ich mal auf den Bildschirm geguckt, dann wäre ich noch näher dran gelandet. Was war? Okay, das machen wir ein anderes Mal. Das machen wir jetzt nicht sofort. Was? Ist der Mann vielleicht etwas einsam? Und wie zum Teufel ist dieser crackverseuchte, asoziale Penner vor uns hier angekommen? Und wer beobachtet mich? Nein, schon gut. Alles cool. Ich will nur, dass du glücklich bist. Echt, Mann? Seid ihr immer so abweisend? Ich dachte, da wäre was zwischen uns, Betty. Einfach.
Brad findet sich so cool, weil er Gitarre spielen kann. Oder so. Ja, nehmt euch mal ein Zimmer jetzt vor. Ich dachte, ihr macht nur kurz Pause. Okay. Okay, reden wir mal mit den Guten. Nein, schon gut. Alles cool. Ich will nur, dass du glücklich bist. Hallo. Dein Bewusstsein erweitern. Alles will ich. Du hast das Zeug? Gut. Das Gebäude wird dich umhauen. Mach dich zu einem Superfreak. Dein eigener Papa erkennt dich nicht wieder. Oh, toll. Papa, ich nicht. Hat den Peggys geholfen, ihre Spezialsoße zu brauen. Und ein Meerschweinchen als Versuchsmeerschweinchen benutzt. Armer Hamlet. Sorry. Wo waren wir gerade? Genau, Drogen. Ich meine, Leistungsverstärker. Ja, Leistungsverstärker. Ich bin voller als ein Profi-Wrestler und diese Peggys werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Aber wir brauchen eine Benchmark. Ich habe einen Hindernislauf aufgebaut, um deine Reflexe zu testen. Richtig wissenschaftlich und voller Überraschungen. Du verstehst schon. Lauf die Strecke und ich berechne deine Dosis. Ich frag mich, ob ich dann auch so werd. Warte, ich darf nur die Schrotflinte benutzen? Wieso sieht eigentlich keiner mehr einen Bigfoot? Meinst du, er hat Angst vor den ganzen Handykameras? Okay, das war nicht das Ziel. Ah, okay. Wie viel ist das? Ich will die nicht haben. Ich will die nicht haben. Na gut, dann nehme ich sie wohl. What is? Hört das Wort. Der Pfad nach Eden steht all jenen offen, die fehlen. Ja, okay, kennen wir schon. Aha. Wo hat der Mann die ganzen Puppen her? Wo hat der Mann die her? Und warum lässt es... Wo hat er die Minecarts her? Wo hat der das alles her, dieser komische Mann? Was soll ich denn jetzt... Ein Baseballschläger soll ich mir jetzt nehmen? Krieg ich da meine Knarre jetzt zurück? Nein, das finde ich ja jetzt nicht so sozial. Ist das euer scheiß Ernst? Tut mir leid, Schweinchen. Das Quest-Symbol sagt, ich soll's tun. Wir haben sie nur ganz sacht angestupst, Leute. Keine Angst, in diesem Spiel sind so gut wie keine Tiere zu Schaden gekommen. Diesen Schaufensterpuppen hast du es gezeigt, was? Ein Spaß, oder? Ein ganz normales Zuhause, würde ich sagen, Leute. Das ist auch ein ganz normaler Küchentisch. Ganz normal. Also, guckt euch das. Ist ja mein Psychonaut. Mit was schneidet der Kerl so eine Pizza? Noch nie was vom Pizzaschneider gehört, Jungchen. Was? Also auf der Skala von 1 bis 10. Scheiße. Ich hatte keine Zeit mehr für Testreihen. Wie auch immer. Du hast es jetzt nüchtern gemacht, also gebe ich dir jetzt ein bisschen Speed. Was? Also nicht Speed,
Speed. Klar, ich nenn's schneller. Oh, Marken einmal eins. Einfache, prägnante Namen. Wie Orange. Ich meine, Orangen sind einfach nur Orange. Weißt du, wer sich das ausgedacht hat, war ein Genie. Spritz dir was, lauf die Strecke, schieß auf die Ziele, box die Schweine. Ganz einfach. Ich will die Schweine nicht boxen. Keine Scheu wegen der Schweine. Sie haben es verdient. Sie wissen schon, warum. Also schön, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Mach hinne. Was? Nein! Bist du verarscht? Ich will die zurück! Wer muss schon treffen, wenn er schießen kann? Auch wenn ich rein spoil, das kann, könnte eigentlich treffen. Müsste treffen. Oh. Oh nee, nicht schon wieder. Ach, jetzt soll ich sie auch noch töten. Warum? Alter, die Schweine sind nicht tot, das ist nur ein Gummiknüppel. Die stellen sich nur tot. Glaub mir. Wo ist er denn? Hey, komm zurück, du Sau! Hey, dieses blöde Schwein holt Gold für Olympia! Dann komm! Willst du mich verarschen? Komm her! Wie kann das denn noch laufen? Boah, endlich. Ich weiß nicht, was das hier gerade war. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Wir haben es wohl endlich geschafft. Es ist vorbei. Endlich. Es ist endlich vorbei. Was ist der da oben? Weißt du, der Typ weiß wahrscheinlich selbst nicht, wie er immer dahin kommt. Jetzt ist er wieder unten! Ich kann es nur immer wieder sagen. Pharmazeutika sind die perfekte Lösung für jedes denkbare Problem. Ja, wenn ich dich so anschaue, denke ich mir das auch, ne? Das Rezept für schneller gehört dir. Befolge es genau. Ich bin nicht schuld, wenn du es vermasselst. So funktioniert Wissenschaft. Also, ich verrate dir mal ein Geheimnis. Ich arbeite daran, meine Produktpalette zu erweitern, weißt du? Nur eine kleine Sache, mit der sich mehr Körperkraft erzeugen lässt. Du wirst so stark wie 10 Männer. Oder vielleicht wie 4 richtig starke Männer. Ah! Na dann! Hätte es nicht mehr Sinn gemacht, diese Pharmazeutika erst herzugeben, wenn man diese Missionen macht? Oder? Dann hätten sie den Chunky vielleicht überall hin. So, mein Bester. Nein! Ja. Warum? Ah, sehr gut, das wird eine prima Dosis. Ich hoffe, du kriegst keinen Herzanfall. Ah, oh, shit. Habe ich das laut gesagt? Ah, shit. Bilder! Das ist der Markenname, okay? Mach deine Muskeln zu Stahl. Damit kannst du einem die Seele aus dem Leib prügeln. Bam! Hey, lass es uns testen, ja? Geile Scheiße! Box die Ziele mit deiner Götterhand,
Box sie in die Feuergrube, okay? Box sie so hart, dass es all die schrecklichen Dinge, die mein Vater getan und all die Leben, die er ruiniert hat, wieder gut macht. Tut mir leid. Lass uns einfach anfangen. Ich höre Dinge. Will ich wirklich fragen? Komm her! Das ist genau das, was wir schon haben. Achso, ich soll die... Oh mein Gott. Ist das euer Ernst? Wo hat ihr die ganzen Angels her? Achso, ich soll die da reinprügeln. Okay, ihr habt's kapiert. Finde ich gut. Aber der ist doch drin gelandet. Der ist doch drin! Wir spielen mit... Oh Mann! Endlich! Geht doch! Ich finde die Musik gerade ziemlich geil. Warum auch immer die jetzt zählen, ich bin mir nicht ganz sicher. Was? Du hast nicht genug. Oh mein Gott, wie schrecklich. Das geht ja mal gar nicht. Ach du Heiligen. Das geht ja mal gar nicht. Wir haben versagt. Wir haben einfach versagt, Leute. Okay, ich dachte ja eigentlich, ich muss die einfach nur alle verprügeln. Aber das ergibt Sinn, dass sie vorher rum da waren. Ich dachte, die zählen nur irgendwie aus Hindernisse für Vollhongos, dass die da reinfallen. Aber na gut. Ich würde sagen, ich habe das Gefühl, da werden noch einige Missionen von diesen wirklich netten Typen auf uns zukommen. Deswegen würde ich hier an der Stelle auch das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, Daumen nach oben, Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo. Wenn euch dann mein Video gefallen hat und vergesst nicht, das Video mit eurer Oma zu teilen, um ihr zu zeigen, was heutzutage so richtig hip ist und ihr zu zeigen, wie man mit Einsamkeit umgeht anscheinend, mit Puppen und Dingen und Schinskowski und bei Klack und so whatever.